Gründungsmitglieder 1961 gestellt hatten, nämlich Japan in Bayern einen größeren Bekanntheitsgrad zu verschaffen, Kontakte zu Japan und seinen Menschen zu pflegen und besondere Aspekte aus Kulturgeschichte, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft Japans der interessierten Öffentlichkeit vorzustellen, glauben wir, sind von unserer Gesellschaft erreicht worden. Münchnerinnen und Münchner können sich seit vielen Jahren bei dem sommerlichen Japanfest im Englischen Garten umschauen, die klassischen japanischen Theaterformen bei verschiedenen Aufführungen kennenlernen, Konzerte, Ausstellungen besuchen und sich darüber freuen, dass das wirklich doch weit gefächerte Kulturangebot in München durch uns einen kräftigen, weiten Impuls erhalten hat. Die Münchnerinnen und Münchner haben auch die vielfältigen Möglichkeiten, sich über wirtschaftliche, wissenschaftliche und gesellschaftliche Themen in Vorträgen, bei Workshops, Business-Lunchen, wie morgen mit Herrn von Dran, zu informieren. Jugendliche aus München und seinem Umfeld können am Austauschprogramm mit unserer Partnergesellschaft in Nara teilnehmen, um so Land und Leute hautnah kennenzulernen. Auch wenn die deutsch-japanischen Beziehungen weitgehend unproblematisch sind, dann kann jedoch das Verständnis zwischen beiden Ländern und seiner unterschiedlichen Kulturen und Sichtweisen auch weiterhin durchaus verbessert werden. Daher werden wir uns als Gesellschaft nicht auf unseren Erfolg der letzten 50 Jahre ausruhen, sondern uns im Rahmen unserer Möglichkeiten bemühen, Japan im Münchner Raum noch intensiver und weiter zu verankern. Dazu wollen wir als Gesellschaft weiter wachsen und mit einem interessanten Leistungsangebot auf ein so faszinierendes Land, wie Japan nun mal ist, aufmerksam machen. Ein Land, das uns allen so am Herzen liegt. Besonders freut. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Mit dem Staatsempfang setzen wir im Rahmen des Japanjahres in Deutschland ein Zeichen für die enge Freundschaft und langjährige Verbundenheit zwischen Japan und Bayern. Zugleich drücken wir die außerordentliche Wertschätzung aus für die großen Verdienste der deutsch-japanischen Gesellschaft in Bayern. Zunächst möchte ich der DJG zu diesem Jubiläum und meinem ganzen Herzen gratulieren. Erst vor knapp 2 Wochen habe ich mein Amt als Generalkonsul von Japan angetreten. Ich habe aber schon erfahren, dass Ihre Gesellschaft mit über 750 Mitgliedern eine der größten deutsch-japanischen Gesellschaften mit einem anspruchsvollen Veranstaltungsprogramm und diversen Aktivitäten eine sehr wichtige Aufgabe als Brückenbauer zwischen Japan und Deutschland erfüllt. Sie geben damit auch wertvolle Anregungen für alle Japan-Freunde und Interessierten. Unter anderem leistet die deutsch-japanische Gesellschaft in Bayern auch durch ihr Engagement auf dem Gebiet des Jugendaustausches einen großen Beitrag zur Pflege und Weiterentwicklung der bayerisch-japanischen Beziehung. Ebenso ist die DJG für das japanische Generalkonsulat ein wichtiger Partner in der engen Zusammenarbeit, wie etwa beim jährlichen Münchner Japanfest. In diesem Sinne freuen wir uns auch auf die weitere Kooperation. Alle Mitglieder der deutsch-japanischen Gesellschaft in Bayern und insbesondere den Vorstandsmitgliedern möchte ich für ihre ehrenamtlichen Bemühungen aufrichtig danken. Zum Geburtstag gratuliert man gern und ganz besonders, wenn es sich um den 50. handelt. Das ist ein besonders schöner Anlass, denn da hat der Jubilar schon sehr viel vorzuweisen. Präsident Reisen hat das, ich denke, in sehr sympathischer Form uns allen nahegebracht. Und der Weg nach vorn ist abgesteckt, er ist lang, er ist unübersehbar lang. Und ich denke, es ist im Sinne aller meiner Kollegen, wenn ich hier Dank, Anerkennung und gute Wünsche der deutsch-japanischen Gesellschaft in Bayern überbringe. Also morgen genau vor 150 Jahren und 4 Monaten, nach nicht immer einfachen und auch sehr langwierigen Verhandlungen, der Freundschafts- und Handelsvertrag zwischen dem König von Preußen und dem hier noch als Seine Majestät der Taikun von Japan bezeichneten Shogun unterzeichnet wurde, standen beide Länder vor tiefgreifenden Veränderungen, deren Auswirkungen etwa 10 Jahre später im Sturz des Shogunats und der Modernisierung Japans unter Kaiser Meiji und in Deutschland zur Gründung des Deutschen Reiches unter preußischer Führung resultierten. Thank you.
weiterhin erfolgreiche